Ja, dann recht herzliches Grüß Gott zu unserem heutigen Kennenlernseminar Grundlagen und Akquisechancen mit der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Vielleicht zu meiner Person. Mich kennt ja, denke ich, fast jeder. Manfred Bayer vom Beruf Wirtschaftsprüfer, Steuerberater mit der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Seit 1991 betraut, seit 1999 mit dem Team hier aus verschiedenen Rechtsanwälten, Steuerberatern, Mathematikern, Betriebswirten, BAV und Diplomkaufleuten eigentlich ausschließlich in dem Thema pauschal dotierte Unterstützungskasse betraut. Ja, vielleicht was ich heute mit Ihnen vorhabe oder Inhalt der Veranstaltung ist, Vorstellung der pauschal dotierten Unterstützungskasse im Unternehmen, dass man einfach mal kurz mitkriegt, wie kann man von den wesentlichen Grundbedingungen, von den wesentlichen Features die pauschal dotierte Unterstützungskasse vorstellen. Die Grundlagen der pauschal dotierten Unterstützungskasse rechtlich, wo ist überhaupt was geregelt? Für Arbeitsrecht, Steuerrecht haben wir eigene Seminare, das wollen wir nicht vertiefen, aber nur die ganz groben Grundsätze. Wir gehen dann Nachmittag in eine Musterberechnung rein und schauen uns mal, wie sind die Wirkzusammenhänge, was kommt raus, was sind die Mechanismen. Ich habe dann Nachmittag den Herrn Völk nochmal kurz eingeplant, der für uns, für die pauschal dotierte Unterstützungskasse, verschiedene Partner viel Akquise macht und da im Prinzip Akquiseunterstützung bieten kann, beziehungsweise er auch mal erzählt, was er macht und wie er in dem Bereich tätig ist und weiterkommt. Dann haben wir das Thema Versichererargumente. Ich habe ihn da vorbereitet. Alles, was wir so von Versicherern gesammelt haben, wo sie sagen, ist schlecht an der pauschal dotierten Unterstützungskasse oder nachteilig, mit Gegenargumentation, das ganz einfach sachlich und fachlich richtig gestellt. Und wir haben dann Nachmittag nochmal Möglichkeiten für Diskussionen und Fragen. Und wirklich in der heute ein bisschen kleineren Runde, beim letzten Mal waren wir gut 30 Leute, da war es ein bisschen enger hier, Möglichkeit hier auch auf die Einzelpunkte einzugehen. Ziel vom Tag heute, was Sie im Prinzip mitnehmen sollten, dass man qualifizierte Grundlagen und Kenntnisse hat über die pauschal dotierte Unterstützungskasse. Und zwar so, dass man relativ einfach erklären kann, dass man Unternehmen einfach informieren kann, Themen, Unternehmen dafür öffnen kann und ein Unternehmen, wie gesagt, die Vorteile und die Gestaltungsmöglichkeiten und die Einsatzmöglichkeiten näher bringen kann. Das ist auch das Thema, was in Richtung Tippgebergespräch, dass einfach sagt, pass auf, da gibt es was oder eben qualifiziert, sagen wir mal allgemein, das Erstgespräch zu führen, das Kennenlerngespräch auch mit Unternehmern zu führen. Wir haben ja auch Seminare, die der Herr Jorgic, der eigentlich die ganze Zeit nur draußen ist, vor dem Kunden vor Ort, der dann in intensiv Live-Training und Live-Coaching, Erstgespräch, Zweitgespräch, genau die Themen im Prinzip durchmacht. Das ist das Thema vom heutigen Tag. Und beginnen und einsteigen möchte ich gleich mal mit einem, mit dem ich auch anfange, jedes Unternehmergespräch, das wirtschaftliche Umfeld, dass man mal versteht, wo stehen wir überhaupt als Wirtschaft, wo stehen wir überhaupt als Unternehmen und warum passt letztendlich so ein Instrument wie die pauschal dotierte Unterstützungskasse. FELS bietet ein Schulungs- und Seminarprogramm sowohl für Unternehmer als auch Berater. Für Berater finden regelmäßig folgende Seminare statt. Kennenlernseminar für Empfehlungsgeber, Unternehmensberater und Liquiditätsberater sowie zur Entscheidungsfindung bezüglich der Beschäftigung mit der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Einsteiger- und fortgeschrittenen Praxisseminare, Live-Training, Beratungsgespräch, Fachseminar, arbeitsrechtliche und steuerrechtliche Grundlagen der pauschal dotierten Unterstützungskasse. Der Besuch des Fachseminars arbeitsrechtliche und steuerrechtliche Grundlagen der pauschal dotierten Unterstützungskasse ist Voraussetzung für die Zertifizierung zum zertifizierten pauschal dotierten Unterstützungskassenberater des FELS Instituts für moderne Vergütungssysteme. Regelmäßige Arbeitskreistreffen APUC mit aktuellen Themen und Erfahrungsaustausch der Teilnehmer, die stets von dem Wirtschaftsprüfer Steuerberater Manfred Bayer geleitet werden.